Hi, ich sitze an meinem Laptop und mache nach gefühlten Wochen wieder ein Video. Ja, mein Laptop war ja kaputt. Deswegen, tut mir leid. Habe ich mich entschlossen, das, oh, ich glaube, die August-Rückblende und die September-Rückblende einfach wegzulassen jetzt, weil alles schon so alt ist. Und ich gebe euch jetzt einfach nur kurz ein, das ist jetzt ein Video zu zu meinem ersten Urlaub. Ich hatte ja schon mal voran. Chicago gebucht und dann noch von Chicago nach New York, Washington DC, Philadelphia, Washington DC und Niagara-Fälle. Und ja, erzähle ich jetzt mal was. Ich habe mir freitags halt auch schon freigenommen, damit ich dann jetzt auch abends zum Tommy kann. Wir haben dann beim Tommy gepennt. Er hat mich dann morgens zur Bahn gebracht. Ich bin dann zum Flughafen gefahren. Am Flughafen angekommen, ja. Erstmal halt in der Schlange angestanden, mein Ticket bekommen. Dann alles durchgegangen, hinten so Ticket vorgezeigt und so. Und dann hieß es, einige Chicago-Flüge wurden schon gestrichen. Und meiner wurde um 2 Stunden verschoben. Okay, dann habe ich gedacht, ist fein. Dann hieß es, meiner wird um über 6 Stunden verschoben. Wenn über 6 Stunden verschoben werden, dann streichen sie die. Einmal die so, hä, was ist jetzt los? Und ich war gerade versucht, mit meiner Familie zu skypen. Und ja, am Chicago. Irgendwie am Chicago Flughafen war ein Brand, dass Chicago nicht angeflogen werden konnte an dem Freitag, an dem ich nach Chicago wollte. Was ein Scheiß. Haben wir alle unsere Tickets umgebucht bekommen und ja, das einzige Ticket, was sie mir noch anbieten könnten, wäre, war für Sonntag. Ich dachte mir so, Scheiße. Ganzes Wochenende im Arsch. Dann meinte ich so, ja, ist okay, ne? Dann habe ich halt, ne, was willst du machen? Ne? Ich habe da über 1 Stunde angestanden, dann nimmst du, was du kriegen kannst. Ich hatte ja Urlaub. ja, dann habe ich mein Handy am Flughafen aufgelassen. Und dann bin ich mit der Bahn wieder nach Hause gefahren, habe in San Francisco angehalten, habe mir ein Kleid geholt und ein T-Shirt zum Trost. Bin dann weiter nach Pittsburgh gefahren, und da hat Tommy mich dann wieder abgeholt nach der Arbeit. Nachdem wir auch richtig früh morgens aufstehen mussten, um 5 und alles. Ich glaube, um 6 sind wir, um 5:30 sind wir aufgestanden, fertig gemacht, mich zur Bahn gebracht und so. Oder auch immer. Sind dann zurück zum Tommy und dann, ja, dann haben wir das Wochenende zusammen, ne? Und haben dann auch direkt gepennt, weil wir beide einfach echt nur kaputt waren. Er, ne? War so ein scheiß Tag. Samstagmorgens musste er dann wieder arbeiten. Ich habe dann wahrscheinlich geskypt mit zu Hause. ja. Samstagabends waren wir dann auf dem Geburtstag von seinem Stiefpapa. Und da haben sich halt auch die Mutter und der Stiefpapa gefreut, dass ich doch vorbeikommen konnte, auch wenn es leider aus so einem doofen Grund war. Dann, ja, habe ich da ein paar Verwandte, Freunde von dem Stiefpapa kennengelernt. Und die sind halb Deutsche gewesen und haben deutsche Verwandte hier in San Francisco wohnen. Und die fliegen ab und zu nach Deutschland, habe ich mich ein bisschen mit denen unterhalten. Dann haben wir den Vater angerufen, der in San Francisco wohnt, habe ich mich mit dem auf Deutsch am Telefon unterhalten. Und dann, ja, war ganz witzig. Dann sind wir Samstagabends dann irgendwann abgehauen, weil ich ja Sonntagmorgens dann früh los musste wieder. Zum Flughafen. Diesmal hat Tommy mich zum Flughafen gefahren, was ich voll süß fand. Und dann war ich dann da, dann wurde mein Flug um 1 Stunde verschoben, dann wurde er wieder um 2 Stunden verschoben. Ich dachte mir so eine Scheiße, weil ich hatte halt auch 2 Freundinnen in San Francisco, in Chicago, die gewartet haben. Dann ging ich dann endlich nach Chicago für mich. Ich dürfte als Entschädigung Premium fliegen, also saß ich in der dritten Reihe, hatte richtig viel Freiheit, Filme waren umsonst. Essen und Trinken war umsonst, voll viel. Und ja, dann in Chicago angekommen, aus dem Flieger raus, auf meinen kleinen Handgepäckskoffer gewartet, den haben wir nämlich zum Einchecken alle abgegeben. Umsonst. Und dann habe ich dann schnell die Bahn genommen, also die Bahn genommen in Chicago, wie auch immer die da heißt, hier heißt sie Bahn. Bin dann zum Hancock Tower, nee, zum Skydeck gefahren und dann Willis Tower, genau. Zum Skydeck, weil die meine 2 Freunde da gewartet haben. Und da sind wir dann abends um 9 uns alles zusammen drauf. Ich konnte sogar mit einer Handgepäckskoffer durch Chicago da, ne? Ja, dann war richtig schöne Aussicht. Bilder müssten unten zu finden sein. Danach, ja, sind wir auch wieder runter, haben Pizza gegessen und wir haben Couchsurfing gemacht. Der Typ hat war mit uns Pizza essen, war auch ein ganz netter eigentlich. Haben dann da auch gepennt. Am nächsten Morgen war dann Chicago, hab ich ja noch den Montag gehabt für Chicago.
Meine eine Freundin musste schon wieder zurück, morgens früh um 6 zum Flughafen. Aber die andere hat ja mit mir die ganze Reise gemacht, deswegen sind wir dann zusammen. Ja, als sie mir in Chicago sagt, weil sie war ja das ganze Wochenende schon in Chicago, weil sie ja mit dem Bus gekommen ist. Dann haben wir in Chicago halt so rund, hat sie mir alles gezeigt, Sehenswürdigkeiten abgeklappert und so. Und oh, Chicago ist richtig schön. Ich habe mich echt, also ist echt eine tolle Stadt, habe ich echt verliebt drin. Ich finde die richtig klasse. Bin auch so froh da gewesen zu sein. Dann um abends dann noch was gegessen und dann ging es um Mitternacht los mit dem Bus nach New York. 18 Stunden Busfahrt. Ja, ich bin dann durch ein paar Bundesstaaten gefahren, konnte Papa immer unter der Nase rein, wo ich jetzt gerade bin. Indianapolis, nein, in Indiana, in Ohio. Wo waren wir denn noch? Da? Guck, Papa weiß ich schon gar nicht mehr. Da waren wir auch irgendwann in New York. da haben wir ein Hostel gehabt, nee, ein Hotel gehabt. Meine Freundin, die mit mir gereist ist, hieß Angie. Angie. Die ist ein bisschen krank gewesen, die hat sich dann abends hingelegt. Ich habe mich fertig gemacht und gesagt, ich muss nochmal raus hier, ich habe Hunger. Ich bin in New York, will noch was von New York sehen. Bin noch ein bisschen in New York, also wieder zum Times Square gedackelt, habe dann noch ein paar Sachen gekauft, was ich mitbringen sollte. Times Square. Ich liebe es. Ba, 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 ba. richtig schön. Ich bin da immer gerne, das erinnert mich immer an meinen Papa und meinen Bruder, an die schöne Zeit, die wir da hatten. Auch der Hotdog-Wagen ist noch da. Papa. ja, war halt ganz schön. Bin dann abends wieder zurückgelaufen, habe mich voll mutig gefühlt, allein durch New York zu laufen. dann ging es Dienstagmorgen. Nee, schon, da ist schon Mittwochmorgen. Und der 8. ist schon Bus gefahren. Mittwochmorgen sind wir dann nach Chinatown. Jetzt habe ich auch Chinatown gesehen. Haben dann unseren Bus gefunden und so. Und dann ging es los nach Philly. Philadelphia, so richtig süß und schnuckelig, so eine kleine Altstadt, wie so eine Altstadt, also das ist auch eine Gründerstadt gewesen, wo ja auch die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde. Das sieht man auch über, das spiegelt sich überall noch wieder da, in den ganzen Läden und so. Das ist halt die Gründer, einer der Gründerstaaten, richtig süß auf jeden Fall. Hat mir richtig gut gefallen. Es riecht, ist einfach komplett anders als New York, so, ne? Dann ging es weiter am selben Tag nach Washington DC. Habe mich auch schon mega drauf gefreut, Weiße Haus zu sehen und alles, ne? Weiße Haus ist einmal das komplette Gegenteil von Philadelphia und New York. Weißt du, die komplette Stadt, Washington DC, die komplette Stadt ist einfach wie ein Museum. Man will nichts anfassen, die ganze Stadt ist sauber, es ist so leise. Crazy. Aber bei meinem Glück, ich habe immer Glück bei sowas, habt ihr gesehen, Chicago-Flug, Freitag gestrichen und so, ne? War das Weiße Haus abgesperrt an dem Tag. Ich kam nicht nah dran. Ne? Bilder? So groß habe ich jetzt nur gesehen. Wo man sich denkt, so, so eine Scheiße, weil ich werde da wahrscheinlich gar nicht mehr hinkommen. Kacke. Ich habe es halt gesehen, ne? Auch richtig, Washington, auch das Monument gesehen und Abraham Lincoln Statue und so. Richtig schön, wirklich nice, echt. Ist nice. War noch in dem Air and Space Museum. Das hätte meinem Papa bestimmt gefallen, so ein richtiges Weltraummuseum. Und ja, was haben wir noch gemacht? Abends haben wir dann noch essen und dann ging es ins Hotel. Wir hatten halt so eine komplette Bustour gebucht, die super zu empfehlen ist. Klasse, man muss sich um nichts Gedanken machen irgendwie. Da haben wir in Maryland geschlafen. Auch cool, wieder im Bundesstaat mehr. Dann ging es weiter am Donnerstagmorgen. Wir haben auf dem Weg noch irgendwo angehalten. Ja, ich glaube, genau, am Donnerstagmorgen haben wir auf dem Weg zu Niagarafällen am Glasmuseum angehalten, musste man halt extra Ticket verkaufen, haben Angie nicht gemacht. Wir meinten, ne, Glasmuseum, so ein Kack. $23 dafür. Ich bin ja wohl. Haben uns eine Bar gesucht, haben unser eigenes Glas angeguckt, unsere eigene Flasche Bier. Viel günstiger, ein paar gekringelte Pommes gegessen, ey, da sah die Welt schon wieder anders aus da. War richtig gut. Dann ging es auf jeden Fall zu Niagara-Fällen und wir waren dann halt, da war abends eine Indianershow, hättest auch wieder das bezahlen müssen, haben wir auch nicht gemacht, weil die Show ging nur eine halbe Stunde und die wollten dafür auch $20 haben. Ich habe mir das alles vorher im Internet angeguckt, ob sich das lohnt. Lohnt sich für mich. Ich habe mich dafür nicht interessiert, warum soll ich dafür so viel Geld zahlen? Haben gesagt, machen wir auch nicht. Wir waren richtig nah an Kanada dran, also da in der Stadt haben wir uns ein bisschen so rumgelaufen, waren in einem Casino, halbe Stunde im Casino gespielt, in der Bar gewesen, kanadisches Bier getrunken und wir konnten die kanadische Seite sehen. Das war echt ganz cool. Ich hätte auch rübergekonnt, aber ich hatte meinen Pass nicht bei.
Aber, oh, für solchen Tag. Und wir abends noch zu den Niagara-Fällen, war ganz aufgeregt, das alles so am Abend zu sehen. Aber es war schon so dunkel, dass du es noch hören konntest und nicht sehen. Die haben das zwar beleuchtet und so, Bilder, aber du konntest das nicht sehen. Und ich war so angepisst. Ne? Ich habe meinem Papa auch geschrieben, ich bin so enttäuscht. Ich war so aufgeregt, die Niagara-Fälle zu sehen. Und dann das. Ich war so enttäuscht einfach nur. Ne? Dann am nächsten Morgen haben wir wieder im Hotel gepennt, wieder ein schönes Hotel gehabt. Am nächsten Morgen sind wir jetzt in Niagara-Fälle, haben wir dann richtig gemacht. Hatten dann einen Kinofilm über die Niagara-Fälle gesehen, so seit wie alt die sind, was für Mythen es um die Niagara-Fälle gibt. Richtig interessant. Und dann, ja, ging es auf das Boot. Dann haben wir also diese blauen Regenjacken bekommen, weil man da richtig nass wird. Und dann ging es. Und das sah da schon so mächtig anders aus. Ne? Und dann waren wir auf dem Boot und kam es immer näher, immer näher. Ich habe echt schon so Tränen in meinen Augen gehabt, weil das war echt so. Weiß ich, ich kann sagen, einer der überwältigsten Momente, die ich je in meinem Leben hatte. Ne? Sowas Wunderschönes, Mächtiges und gleichzeitig Friedvolles habe ich noch nie gesehen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war, boah, das war so gigantisch. Ich war so verliebt. Ne? Ich habe keine Worte dafür. Es war echt das Wunderschönste, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Wirklich. Ich habe mir Filme auch die Worte dazu, ehrlich. Das kann man. Ich schließe meine Augen und ich kann das alles noch sehen und hören. Und wirklich, klingt total bescheuert, aber ich bin auch echt kein Naturfreund. Ja, wir waren auch noch wandern in einem von den drei Tagen. Ich glaube, am Donnerstag auch noch wandern in so einem kleinen Park. Ich bin auch kein Naturfreund, das wissen auch fast alle. Aber das war so wunderschön. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Dann, nach der Bootstour haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt. Konnten dann auch so Fotos machen vom Aussichtspunkt und so. Wunderschön einfach. Ich krieg zu viel, wenn ich drüber nachdenke. Ich will da nochmal. Da könnte ich echt. Könnte ich mir ganz auf eine Bank setzen und mir halt angucken, ne? Da bin ich glücklich. Ey. Kannst du mich wie so ein Kind im Kinderparadies absetzen und mich dann nach 24 Stunden abholen, würde ich gar nicht merken. Wunderschön. Ja, dann ging es auch nach Hause. Zurück nach New York. Wieder. Wie viel Bus? Ich habe fast 9 Stunden Busfahrt. 7 Stunden Busfahrt, ich weiß es nicht mehr. Wir waren vor viel. Gehen wir den ganzen Weg zurück. Dann haben wir eine Raststätte angehalten irgendwann und hatten auch voll Hunger. Und da war Meckes und unser Reiseleiter meinte, ihr habt nur 15 Minuten. Und Meckes war so voll und ich hatte aber Hunger und da gab es sonst nichts anderes. Und dann habe ich gedacht, ach, scheiß drauf, stellst dich an. Wenn du es nicht schaffst, kannst du immer noch rausgehen. Dann hast du halt umsonst angestanden. Und dann habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und da meinte sie, ja, hoffentlich schaffen wir es. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Irgendwie muss das ja klappen. Ne? Der Bus wird schon nicht ohne uns fahren. Und dann hat der Busfahrer gesagt, werde ich auch nicht. Dann habe ich mich umgedreht, da stand der Busfahrer 2 Leute hinter mir. Und er meinte, ja, ohne mich fährt das Ding ja eh nicht weg. Und ich dachte mir so, solange ich vor ihm bin, ne, ist mir doch egal. Und dann, ja, haben wir vor uns Essen bekommen. Ganz nett. Ja, dann ging es halt weiter. Dann waren wir irgendwann in New York. Dann musste ich mich von Angie verabschieden. Hab dann auf die Christine gewartet. Dann habe ich halt, die habe ich letztes Jahr in. Ich habe echt vergessen, wie die Stadt hieß. In der Nähe von Hannover waren wir da. Hatten wir so ein Au-pair-Übernachtungstreffen. Da habe ich sie kennengelernt. Die ist in New Jersey, deswegen haben wir uns abgeholt in New York. Waren dann bei Starbucks, Handys aufgeladen, was getrunken und dann sind wir halt weitergegangen, weil ich noch ein bisschen was sehen wollte, weil ich noch nicht gesehen hatte. Das One World Trade Center, richtig schön. Dann das World Trade Center Denkmal. War aber abgesperrt, weil schon zu spät war. Ich dachte mir so, ja natürlich, mein Timing wieder, ne? Dann noch Flatiron Building. Hab ich dann gesehen, das ist halt so schmal von vorne, geht dann so nach hinten auf. So ist das dann. So. Steht aber so. Und sieht bescheuert aus. Gott. Hallo Oma. Ich werde mal Hallo sagen. Flatiron Building. Boah, ich bin jetzt, ob ich gesoffen hätte, ne? Und dann ja, waren wir wieder am Times Square, weil ich mich halt auch verabschieden wollte, weil ich jetzt echt nicht mehr weiß, wann ich nochmal nach New York komme. Ich weiß, es steht echt nicht mehr. Also ich bin zwar noch über 12 Monate hier, aber ja. Ich weiß nicht. Also, da sind noch so viele andere Sachen auf meiner Liste, die ich abhaken muss und
Ich werde da erstmal nicht mehr hinkommen. Nächstes Jahr glaube ich nicht. Wie auch immer. Weiter geht's im Text. Whatever. War schon so ein langes Video. Egal, ist ja meine Reise. Genau, in New York, dann habe ich mich dann von ihr verabschiedet. Wir waren noch im M&M-Store, weil ich noch so meine Kids kaufen wollte. Und dann sind wir auch zurückgefahren. Und ja, dann bin ich zum Hotel gefahren. Ich hatte ja mega Schiss, weil ich jetzt zum LaGuardia Airport musste. Alles abends, dann nach Mitternacht noch. Ich hatte auch die Buchse voll, ne? Dann habe ich Tommy angerufen, weil hier in Kalifornien war es ja erst 9, nicht Mitternacht. Dann ging das, dann hatte er auch noch Zeit zum Quatschen. Habe ich aber super gemeistert, kam dann endlich im Hostel an. Ich habe im Hostel gepennt und dann bin ich auch noch tot ins Bett gefahren, weil ich echt nur noch schlafen wollte. Morgens dann früh wieder raus, Koffer gepackt und weiter ging's. Zum Flughafen, mal so ein bisschen am Fieselregen. Aber ich musste ja nicht zum LaGuardia, ich musste ja zum JFK. Wenn ich schon fliege, dann vom JFK. Scheiß Regen gehabt. Ich dachte mir auch nur so, ein Kack, ne? Also, nein, war so Fieselregen. Aber ich musste halt laufen und so. Und ich dachte mir so, boah, ich will einfach nur noch, da war so echt so ein Punkt, wo man einfach nur nach San Francisco nur noch nach Hause wollte, ne? Und dann war ich fast an der Busstation. Dann hält neben mir ein Bus von Enterprise an. Das ist halt, wo du deine Autos mieten kannst und wieder abgeben kannst. Und dann fahren die Leute, die dann halt wieder zurückfliegen wollen, mit diesem Bus zum Flughafen. Dann meinte so, wo wolltest du denn hin? Zum Flughafen? Und ich dann so, ja, zum LaGuardia, weil vom LaGuardia gibt es halt einen Shuttle zum JFK, weil JFK halt voll weit weg war. Und dann meinte er so, ja, steig ein. Ich so, wie? Der so, ja, steig ein. Ich nehme dich mit, es ist am Regen. Ich so, okay. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann meinte er so, bist du Deutsch? Und so, und dann, da punkt ist der immer bei den Amis, ne? Und dann war ich halt am Flughafen, da habe ich so ein bisschen einsam ausgeschaut, da hat der Busfahrer mir noch, kam der Busfahrer nochmal raus, der so, ja, hier musst du warten, hier wartest du, und dann kommt die nette Dame und hilft dir weiter. Ich so, okay. Dann stand ich da mit meinem Köfferchen und dann kam irgendwann die Dame raus, die so, wolltest du zum JFK? Ich so, ja. Die so, ja, komm rein, und so hat die mir jetzt alles erklärt, hat die mir ein Ticket gegeben, und so, die so, meine Freundin kommt jetzt gleich, die fährt den Bus, und dann bla bla. Ich so, okay. Dann kam die, hat meinen Koffer eingeladen, dann saß ich da, hab gewartet im Bus, dann ist die nur mit mir halt gefahren, weil sonst gar nicht zum JFK musste. Waren wir so einem Unterhalten und die hat ganz viel erzählt. Ach Gottchen. Gisela Schlüter, nee, die hat nicht aufgehört. Mag ich ja gar nicht. Und meine Eltern jetzt so. Ja, Denise, genau. Du bist ja keine. auf jeden Fall hat die mich dann gefragt, wie alt ich bin. Da meinte ich 23. Und ich glaube auch, die hat das wiederholt. Also auf Englisch. Aber irgendwie war die dann voll überrascht, weil die meinte, du siehst noch so jung aus, du siehst erst aus wie 24, 25. Und da ich so, was hat die denn jetzt gedacht, wie alt ich bin? Irgendwann haben wir jetzt hier total vertauscht. Aber ich wollte auch nicht mehr nachfragen. Meinte die so, aber dann hast du auch noch keine Kinder. Und so, nein. Er meinte, du siehst doch so schön jung aus, hey, hoffentlich hält sich das. Ich so, ja, hoffentlich, ich bin ja auch erst 23. Ja, dann dachte ich mir auch so, okay. Was auch immer die gedacht haben, wie alt ich jetzt bin, muss die überrascht haben, ne? Lass mal so stehen, wie jung die Deutschen aussehen können, ne? Und dann, ja, war ich am JFK, hab dann alles eingecheckt, hab dann gewartet auf meinen Flug. Ich glaube, ich mich richtig erinnere, diesmal sogar ohne Verspätung. Hat der Verspätung gehabt? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall bin ich Premium hingeflogen und zurückgeflogen bin ich Holzklasse. Also ich hatte echt den beschissensten Sitz von, also ich saß zwar im Gang, aber in der letzten Reihe, dass ich mir meinen Sitz zurückmachen konnte auf einem 6-Stunden-Flug. Ich habe so auf diesem Tisch gepennt. Hatte einen dicken Hoodie an, diesen Kapuzenpulli vom Tommy ein, der mir viel zu groß war und ich konnte nur Fernsehen umsonst gucken und weil nur Scheiße drin war, habe ich Disney Channel angehabt die ganze Zeit. Ich sah aus wie ein Idiot im Flieger, auf dem Tisch, wie ein Assi, ne? Dann noch eine Cola bestellt, weil die wenigstens umsonst waren. Whatever. Endlich in San Francisco angekommen, habe ich die Bad genommen, wieder zurückgetuckert, mit der ganzen Bad zurückgefahren. Ich dachte mir echt nur noch die ganze Zeit in der Party, ich will nur noch nach Hause. Und ich habe mich so gefreut, ne, also, du bist zu Hause, aber in Kalifornien. Ich war einfach nur noch glücklich. Ja. Aber ich war auch so, ich will einfach nur noch irgendwie ankommen. Ich habe keine Lust mehr zu fahren, alles. Dann angekommen, war auch der Tommy schon da, von der Arbeit wieder. Ja, war voll schön, ihn wiederzusehen. Und dann zu ihm nach Hause gefahren, haben uns fertig gemacht, weil schon ging es weiter auf Kims Abschiedsfeier. Ja, war schon stressig, ne? Weil also, wie war es und so? Haben wir für Kim ein bisschen Abschiedsessen gemacht, weil die jetzt im Rematch war, eine neue Familie gefunden hat in Santa Cruz. Ist circa 1,5 Stunden entfernt, also nicht die Welt, aber macht Sachen halt schwieriger, sich zu treffen. Aber so Gruppendinge, so also kann man immer noch irgendwie planen, große Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, glaube ich, ein bisschen meine Nase ist zu, glaube ich, ein bisschen erkältet. Ja, haben Amsterdam gegessen. Wir waren, ich weiß gar nicht, wie das Restaurant hieß. Da gab es aber Wiener Schnitzel, weil Oktoberfest noch war. Und dann meint der Kellner, da haben wir uns mit dem unterhalten. Da meinte er so, kommt ihr denn her? Und meinte ich so, ich bin aus Deutschland, haben sich alle so vorgestellt. Und dann meinte, kam mir da so, wie war denn das Wiener Schnitzel? Dann meinte ich so, hä? Das ist ja schon so eine Ehre, einen Deutschen, jetzt jemanden deutschen Wiener Schnitzel so zu liefern. Wie war das denn? Dann haben wir alles richtig gemacht, ne? Ich so, ja, war eigentlich ganz gut, ne? Danke. Ich bin jetzt auch kein Gourmet. Aber ja, war gut, hat er gut gemacht. Aber die haben ein Bratwurst-Sandwich gehabt, ne? Also kriegst du so ein Hotdog-Brötchen. Da war die Bratwurst drin, in Scheiben geschnitten, aber eine richtige Bratwurst. Mit Sauerkraut drüber und Senf. Und dann meinte ich so, Alter, das gibt es nicht bei uns. Macht er Brötchen weg, packt er alles einzeln auf den Teller, perfekt. Aber packt er dann nicht alles in ein Brötchen rein? Das ist zu viel. Und der so, okay, danke, danke für den Tipp. Ja, Deutsche helfen, ne? Wir waren abends noch bei einer Freundin von Kim, haben ein bisschen was getrunken, gequatscht, was so Unterschiede gibt zu Deutschland und Amerika. Und bin nach Hause gefahren. Kim muss jetzt auch mal die Nase putzen. Aber wie gesagt, tut mir leid, dass es zu lang geworden ist. Das war meine Urlaubswoche. Aber auf jeden Fall auch richtig viel gesehen, viel erlebt, richtig busy gewesen die ganze Zeit. Und ja, war schön, war eine tolle Erfahrung. Ich habe mich mega gefreut und ja, ich mache jetzt noch eins und dann putze ich mir nach.